Ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück zur letzten Folge von Scribblenauts Unlimited. Ja, und ich dachte, es würde sich doch mal anbieten, jetzt noch eine neue, man sieht sie nicht wirklich, eine neue Kreatur zu kreieren. Meine Lieben, wir wissen ja, dass die Maxwell-Familie ziemlich viel bumst. Das muss man jetzt mal so direkt sagen. Also da kommen so viele Kinder am Ende raus. Es ist unglaublich. Und da dachte ich, das muss doch das Endergebnis sein. Herzlich willkommen auf dieser Welt, du Mutantensohn namens Maxwell Prime. Ja, es sieht schmerzhaft aus, aber es ist am Leben. Es lebt irgendwie, es kann fliegen, alles wunderbar. Und kaum mache ich die Anmoderation, ist mein Headset fast leer. Ich muss mal ganz kurz pausieren. Bis gleich. So, weiter geht's. Also, ne? Ich hoffe, ihr freut euch über dieses wunderschöne Geschöpf, ne? Denn so, das wird das Letzte sein, was ihr in diesem Spiel sehen werdet. Ist auch schön, es hat ja auch keine Beine, sondern nur so ein eine kleine offene Wunde am Arsch, ne? Es bewegt sich, aber es kann laufen oder kriechen oder hin und her schwabbeln. Hat so ein bisschen was von der Tschernobyl-Robbe. Ja, und würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg zu den letzten Gebieten. Auf geht's erstmal hierhin. Was ist das denn? Alliteration Abyss. Oh, der Abgrund der Alliteration. Ab geht's wieder in die Tiefen des Meeres. Hier wurde ich geboren. Es tut so weh. Oh Gott. Meine Existenz. So, wer bist du denn? Weißer, großer, weißer Shark. Ja. Ich hab Zahnschmerzen. Gib mir etwas, das hilft. Ja, sich um meine Zähne zu kümmern. Wie wär's denn mit Hammer? Hier, bitteschön. Schläft auch noch. Also ich mal vielleicht mit dem Hammer ran, oder? Ja, tut mir nicht weh. Ist okay. Pazifistik habe ich lange nicht mehr gemacht. Pazifistik. Hab keine Angst, ich bin ganz lieb. Machen wir da ein. Rotten Old Moldy Toothpaste. Hä? Okay, jetzt verliert er alle Zähne. Naja, ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache war. Hier geht es ganz schön tief nach unten. Ich merke schon. So, was haben wir hier? Ein Delfin. Unsere Delfin-Familie! Vermisst etwas. Dolphin Kalf. Dolphin Faller. Wahrscheinlich Ugly. Obese. Fat. Stinky. Moist. Dolphin. Hallo. Hab keine Angst. Ja, das ist mein Reittier, mein treues Reittier, mit dem ich alle möglichen Abenteuer erlebe. Komm her. Benutze Tier. Ja, ich rammel dich. Ja. Und nochmal. Ja. So, ja, nicht wegschwimmen. Ja, was könnten wir denn... wie wär's denn mit... Wig? Nee, das meinte ich gar nicht. Nee, Moment, das meinte ich nicht. Ach, jetzt schwimmen die alle weg hier. Moment, ich will's noch, ich muss es noch herrichten. Kommt her, ich liebe euch! Also ich glaube, das ist mein neues Reittier. Das passt auch so. Ja, komm, scheiß auf deine Familie. Du hast jetzt wichtigere Missionen zu erledigen. Ja, ich will zurück zu meiner Familie. Ich liebe sie. Okay, was ist jetzt passiert? Hm. Was ist jetzt passiert? Hör mal auf, zu deiner Familie zurückzuschwimmen. Du hast mir. Du bist. Stehst unter meinem Befehl. So. Ah, das ist ja nervig. Komm, ich werde das jetzt hier. Das Vieh schwimmt immer wieder weg. Das nervt mich ein bisschen. Die schreien alle schon rum. Verstehe ich nicht. Ist doch so eine schöne Kreation. Muss ich mal gucken, was jetzt hier...
Okay, da haben wir ein ganz großes. Oh, wer bist denn? Ein Orca. Gib mir etwas. Um ja Recht und Ordnung ne, in den Ozean zu bringen. Wer ist denn mit Drowning? Drowning Judge. Drowning ist die. Ein Sabondor, genau. Ein Sabondor-Richter. So, was haben wir hier? Ein Oboe. Nicht gut. Das ist ein Richter. Hallo? Oder willst du eine Waffe haben? Gigantic. Moist. Stinky Harpoon. Genau, damit kannst du ja mit rechtem Ordnung sorgen, oder? Gib mir etwas. To bring law and order to the ocean. Wie wär's mit einfach nur Law? Ja, ist ein Polizist. Okay, das wird als Lösung akzeptiert. Einfach nicht nur Law eingeben. Was ist denn das für ein Tumor, der hier runterhängt? Oh, was ist das denn? Was bist denn du für einer? Alter Falter. Uiuiui. Kann ich mit dem Vieh reden? Nee. Hä, wo komme ich denn hier oben raus? Ihh. Du mit mir reden? Friendly Kraken. Aber was sind die denn alle? Ich finde ja nix. Wenn wir denken, die sollen ja alle sein, also ich habe erst 4 gefunden. 6 muss ich noch finden. Ach, hier haben wir doch schon einen. Wer bist denn du? Arr! Ich verliere immer meine Goldmünzen. Hilf mir, meine verfluchten Dublonen zu finden. Ich soll jetzt auch noch helfen. Ja, mit dir habe ich jetzt keinen Bock zu reden. Der da, ja, so lange kannst du aber nicht deine Luft anhalten, glaube ich. Ich guck so angepisst, die Schildkröte, oder? Also. Du willst deine Golddublonen haben. Also reicht es, wenn ich dir einfach hier. Golddublonen. Ich weiß nicht, wie schreibt man das? Doublonen. Bitte. Will er nicht. Wahrscheinlich hier. Ach, sieh mal einer an. Da, eine. Münze kriegst du auch nicht mehr. What? Okay. Was passiert hier? Der hat ihn aufgefressen oder sich ektoplastisch mit ihm vereint? Ja, ne, das ist ja der stinkende Orca-Kopf. Was ist jetzt hier? Ach, ja, arr. Mein Geisterschiff ist gesunken. Hilf mir, es wieder anzutreiben. Boah, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Es war jetzt nicht so kreativ auf. Floaty! Whee! Und tschüss. Na, gibt's meine Punkte? Gut. Ich brauche mehr Sterne für meine Schwester. Octopus. Oh. Ich bin nicht sehr intelligent. Und ich bin intelligent genug, um die Sardinenbüchse zu öffnen. Hilf mir, meine Intelligenz zu verbessern. Was mit Gigantic Human Moist Brain? Moist. Da, ein feuchtes menschliches Gehirn für dich. Das hat es aufgefressen. Na? Mach auf! Ja. Intelligent, nerdy und ugly. Das darf das, ne? Also, man muss das ja auch irgendwie wieder auswiegen. So. Metal Mollusk. Ich hab ein Schloss. Sandpalast. Oh, schön. Hier fühlt man sich wohl. So, ein Hippopotamus. Ich hab mich noch nicht angepasst, um im Ozean zu leben. Hilf mir, mehr wie ein Wal zu sein. Ja, dann machen wir dich doch mal richtig schön fett.
Fett. Gigantic. Ugly. Meaty. Obese. Big. Was gibt's noch so für Synonyme für dick? Plump. Und broad. So. Alter, ekelhaft. Das will doch keiner sehen. So, hier habe ich noch einen ertrinkenden Bruder. Board Glum. Oh, ey, ich bin der Emo, der ins Wasser gesprungen ist. Ich habe sie Bella gemacht. Ja, komm, kreiere mal ein mystisches Biest, das mein Freund sein kann. Aggressive, ugly, gigantic, raw-like. Zulu. So, bitteschön. Sieht doch ganz gut aus. Mein bester Freund. Alter. Alter, guckt euch mal an, was wir hier sehen. Wir sehen einen riesigen, ekelhaften Cthulhu, der auf einem... Was ist das? Was ist denn hier los? Auf einem Walnilpferd reitet. Also sozusagen der fünfte Reiter der Apokalypse. Okay. Ich hinterfrag's das gar nicht. Ist aber schon irgendwie lustig. Dann müssen wir nur noch den den letzten hier finden. Es gibt auch zwei große Sterne. Ich habe nicht mal ansatzweise was. Ich habe den einen gefunden. Das ist dieses Planetarium oder was das da ist. Diese Sternwarte da unten. Das Problem ist, dass die Welt hier halt relativ offen ist. Okay, hier ist das zweite und da ist das dritte. Gut. Das bist du. Scuba Diver. Ey, ich schwöre, das ist ein richtig großes Aquarium hier, ey. Kreier mal irgendwas, das man im Aquarium finden würde. Mal gucken, es gibt doch hier... Ich will mal sehen, ob es das in dem Spiel auch gibt, mal, um mal zu gucken, welche Begriffe denn hier alles existieren. Ich weiß gar nicht, was wie der Fachbegriff heißt, aber es gibt doch diese Scheibenknutscher. Slice-Smooch. Slice-Smooch. Gibt's Slice-Smooch? Slice-Scoop. Nee. Müssen wir mal gucken. Da gibt's doch bestimmt Fachbegriff. Scheibenknutscher heißen die wahrscheinlich einfach nur so. Scheibenknutscher. Scheibenknutscher, Antennenwels. Antennenwels, na gut, dann werden wir mal gucken. Deutsch, Englisch, was heißt denn Antennenwels? Antennenwels. Catfish, naja. Catfish sind immer die ganz großen, oder? Hm. So, das findet man in einem Aquarium. Dass du in einem Aquarium finden würdest. Wie wär's denn mit Microscopic Sandcastle? Da. Oh, du hast es aufgefressen. Du böses Vieh. Ja, was willst du denn noch? Das findet man eine Sandburg oder irgendwie so ein kleines. Wär's einfach mit Goldfisch. Jetzt mal ganz unkreativ, aber da. Nimm. Was? Kreiere etwas, das du in einem Aquarium finden würdest. Ja, Fische. Ich habe deinen Goldfisch in der Hand gedrückt. Du willst doch nicht sagen, dass man Goldfische in einem Aquarium findet. Ja, einen Stein findet man da. Da. Aquarium, da gebe ich dir jetzt einfach. Ich bin jetzt ein Aquarium in einem Aquarium. Ja, vielleicht hier, wie heißt das nochmal auf Englisch? Ich hab dir, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Warte. Kelp heißt es, glaube ich. Algen, ne? Hier, Algen. Okay,
Ah. Also nur mal zur Info. Wir halten das jetzt mal fest. Ich habe den eine Sandburg in die Hand gedrückt. Wollte er nicht. Ist okay, kann ich mit leben. Ich habe ihn einen verdammten Goldfisch in die Hand gedrückt. So das typischste Haustier, was man sich in einem Aquarium vorstellt, ja? Also das ist ja wohl so das am verbreitetsten. Nimmt er nicht an, aber solche ekelhaften Algen, die ich da irgendwie mal aus dem Arsch gezogen habe, das ist dann in Ordnung. Na gut. Wie dem auch sei. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, The Food Chain hilft dem Wissenschaftler, eine Nahrungskette zu kreieren, die sie studieren oder erforschen können. Ich bin ganz oben auf einer Nahrungskette, das sieht man ja, ne? Ah ja. Oh, welche interessante Spezies. Hilft den Scientist, eine Nahrungskette zu erschaffen. Zuerst kreiere eine Energie. Eine Energiequelle für Leben. CO2. Ja, CEO, genau, der Chef. Energiequelle. Lightbulb. Ist auch nicht. Eine Energiequelle, was könnte das denn sein? Vielleicht so ein Geysir? Geyser? Da. Create an energy source for life. Oder, na, eine Sonne, klar. Oh, hier. Na klar, eine Sonne im Meer. Ja, gut. Hat bei Sandy aus SpongeBob auch geklappt, ne? Oh, hier. Ja, jetzt fängt's an. Jetzt wird erstmal die Leiche hier weggefuttert, ne? Als nächstes kreiere eine Lebensform, die ganz unten bei der Nahrungskette steht, die die Energie nutzen kann. Wie wär's denn mit Gigantic Dangerous Moist Amoebe, also eine Amoebe. Wenn ich es mal richtig schreiben würde, nicht Amoebe, Amoebe, Amoebe. Amoeba, das ist es. Oh, warte mal, wir müssen mal den Vulkan ausmachen. Was überhaupt nicht funktioniert. Hier eine Amoebe! Okay, Amoebe nimmt er nicht. Ich weiß noch nicht warum, aber. Dann nehmen wir halt Paramecia. Das Pantoffeltierchen. Auch nicht. Plankton. Okay, naja, halt so. Ist ja brutal. Aber gut, das ist die Natur, ne? Jetzt ein vegetarisches Tier kreieren, das sozusagen, ne, in der Nahrungskette sich von aquatischen Pflanzen ernährt. Die fressen auch Fische. Fisch. Ich hab keine Ahnung, ich bin gerade nicht kreativ da. Irgendein Fisch, so. Wunderschön. Langsam fühlt sich das hier. Ein bisschen gefährlich langsam. Endlich ein Predator, der ganz oben steht. Ja, weißt du, ich bin jetzt mal ein bisschen gesellschaftskritisch. Gigantic Human. Ja, ja. Nimmt er nicht an. Okay. Predator. Big White. Gigantic White. Enormous. Enormous. Habe ich schon White gesagt? Schon. So. Wunderbar. Naja. Das war sehr by the books, sag ich mal. Ich hätte mir ein bisschen was Abgedrehteres gewünscht, aber hat er gesehen. Das war. Ja, das typische Plankton halt, ne? Dann Pflanzenfresser und dann natürlich die Fleischfresser. Was?
Was gibt's hier für Geräusche? So, haben wir es doch fast, ne? Also hier, U-Boot. Die Unterwassertour. Kreiere eine, also aufregende Szenen oder aufregende Haltestellen sozusagen für die Unterseetouristen. Die... Boah, Touristen. Ich weiß nicht, ob ich hier rumschwimmen würde bei den ganzen gefährlichen Viechern, die hier rumschwimmen. Wir sind auf einer Unterwassertour, also einer U-Boot-Tour. Der erste Stopp ist ein Schiffswrack. Kreiere drei Objekte, die man in einem Schiffswrack finden könnte. Ein totes Baby. Das da oben schwebt, okay. Dead Skeleton. Ich meine, ob es, ja, Skeleton ist oder so tot, aber... Dead Rotten Moby Pirate. Und Dead Smelly Walrus. Nein, leider nicht. Ja, wahrscheinlich sowas wie eine Orange. Tiny Pathetic. Schreibt man das? Pathetic Treasure. Kein erbärmlicher Treasure. So, zufrieden mit dem Piratenschiff anscheinend. Ja, jetzt wollen die Touristen sehr, sehr gefährliches Tierzeug sehen, ne? Also kreiere zwei sehr, sehr gefährliche Unterwasserkreaturen. Die wär's denn zum Beispiel mit Gigantic Dangerous Anglerfish. Was könnte man noch nehmen? Gigantic Dangerous Moist Smelly Kraken. Ja, Dangerous hat aber Angst und schwimmt weg. Naja, so Dangerous kann das dann doch nicht sein, ne? Da kommen die alle. Ja, ob man die selbst an Steuer lassen sollte, das klingt nicht so. Das klingt nicht sehr versicherungsmäßig hier, ne? Ich glaube, da könnten viele Unfälle passieren. Jetzt kreiere zwei Objekte, die in einer Unterwasserkampfszene die Touristen wirklich erstaunen werden. Gigantic Harpoon. Small Wooden Plank. Mir fällt uns nichts ein. Da. Mini Harpoon. Ja, was könnte man noch hier? Gigantic Atomic Torpedo. Explodiert gleich. Ja, ich hoffe, ihr überlebt das noch. Ja, sehr sicher. Wow, das ist Wahnsinn, ne? Also, da sollte man, kann man eigentlich schon mal seine Todesurkunde, ja, seine Todesurkunde, das rede ich ja eigentlich, sein Testament schreiben. Jetzt sind wir, ich sehe zwar nichts, weil jetzt gerade die Atomexplosion stattgefunden hat, aber jetzt sind wir angelangt an den Ruinen einer, ja, antiken, verlorenen Stadt. Aber es sieht noch ein bisschen langweilig aus. Kreiere drei antike Objekte, damit du die Touristen beeindrucken kannst. Wenn sich der atomare Nebel lichtet, dann können wir das machen. Ja. Wo ist denn diese besagte antike Stadt? Ich sehe sie gar nicht. Hier unten. Nein, ja. Maxwell Statue. Eine... Ein bisschen langweiliger... Eine Marmorstatue. Gigantic Pyramid. Was
können wir noch nehmen? Gigantic Aquädukt. Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Oh, ich hab's richtig geschrieben. Was? Das Aquädukt nimmt er nicht an. Eiffel Tower. Ist es? Ein Eagle Tower. Will er auch nicht nehmen. Pyramide nimmt er. Okay. Eine Sphinx. Nimmt er das an? Achso. Er nimmt da alles an, Aquädukt nicht. Das ist natürlich sehr römophob, aber naja. Aber ich denke mal, ich habe mir mein Sternchen da verdient. Mein Starride. Bin ich denn? Ich sehe mich gar nicht. Hallo? Ah, da hinten. Ich war irgendwo versteckt hier. Yay! Undersea Tour completed! So. Das Geräusch, ey. Schnell weg hier, bevor wir irgendwie verhext werden. Ah, da hinten haben wir auch noch was, ja. Hätte ich fast übersehen, hier ist auch noch eine Ruine. Tilderief. Tilderief. Willkommen im Tilderief. Oh, da sehe ich schon ein Vieh, was gerettet werden möchte. Oh, 0 Sterne. Das ist ja... Oh, hier. Oh, ich bin gefangen. Hilf mir. Komm hier raus. Ja, ich würde mal einfach... Ich hoffe, die stört das nicht. Wo habe ich denn... Nicht die alte Jungfrau, das meine ich nicht. Ich werde einfach mal das Netz wegschießen, okay? Ja. Ja, nee. Lass mal gut sein. Funktioniert nicht. Dann nehmen wir einfach mal die Machete, oder? Dürfte doch hinhauen. So. Achso, jetzt habe ich Empty. Ach, süß. Stirb. Hä? Wo ist denn der abge... Oh, das ist irgendwie tragisch. Small Rooster Helmet, hä? Okay. Aber die packe ich mir wieder ein. So, wer braucht noch meine fachkompetente Hilfe? Wer braucht Hilfe? Hallo. Ja, Anglerfisch. Mein Licht ist zu schwach, um Beute anzulocken. Hilf mir, indem du ein Adjektiv hinzufügst. Bright, toxic, glowing, aber auch ugly. Ew. Was haben wir denn jetzt hier? Dale. Oh, Hilfe, ich habe keine Luft mehr. Little pathetic air bubble. Eine winzige kleine Blase, da kannst du einatmen. Broken, rusty, moldy, stinky, moist oxygen tank. Bitteschön. Ja, weil es broken ist, dann nimmt er es nicht an. Dann ist es halt nicht broken. Hallo? Hier, nimm! Alter, Junge. Oxygen Tank. Ja, mein Gott. Weil es ein bisschen rusty ist und kaputt ist, doch nicht schlimm. Ich will gar nicht wissen, wie du hier nach unten gekommen bist. Ja, Zwinker, Zwinker, lass mich in Ruhe. Also glaube ich ganz ehrlich, so wie ich aussehe, passe ich hier unten eigentlich gut hin, oder? Also, Dotted Octopus. Die Muschel hat eine perfekte Perle für meine Kollektion. Hier, da ist doch super. Da würde ich sagen, werden wir die mal schön mit Gewalt öffnen. Ja? Gewalt wird in den Spiel durchaus ja, befördert hier. Da. Funktioniert nicht. Dann öffnen wir sie einfach. Ey! Was soll das? Nimm. Da. Hier. Ja, renn doch nicht weg. Ich hab's dir doch nur sanft entgegengeworfen. Da.
So eine Pussy. So, was haben wir jetzt hier? Seeanemone. Ja, ein bisschen was von unserem Haus wurde kaputt gemacht. Kreiere irgendwas, das uns hilft, Korallenriff, also Riff wieder. Ja, weiß ich nicht. Small, pathetic, invisible, help. Dass uns hilft, dass. Ja, die Sonne. So viel Sonne ist wahrscheinlich schlecht, oder? Weiß ich gar nicht. Oh, der Fisch ist. Der Fisch ist tot! Ah, nee, das ist Seafood. Ja, weiß ich doch nicht. Was könnte man da machen? Kelp. Was schwebt der nach oben? Coral Reef. Coral Reef, meine ich ja. Level complete. Wunderschön. Ja, da können wir doch auch gehen, glaube ich. Kana Craters. Na, dann geht es auf ins Weltall, würde ich mal sagen. Yay! Willkommen zu den Kana Craters. Zu den Kana Kratern. Oh, schön hier oben. Natürlich, ne? Das Alien und die Kuh. So, gucken wir mal, was gibt's denn hier? Lunar Rover. Ja, traust du dich, über den Krater zu springen mit dem Lunar Rover? Klar, komm, ich bin für jeden Spaß bereit. Wow, das war spektakulär. Ewig Kniebel, lässt grüßen, ne? Da ist ein Portal. Aber erstmal ein arktischer Eingeborener. Ich brauche ein Fahrzeug, um den Weltraumwal zu verfolgen. Tiny, Rusty, Wet, Unicycle. Manche. Da. Ja, Mensch. Bicycle. Kann ich schreiben. Ja. Reicht das? Flying! Oh, ist ein fliegendes Bicycle. Du hast ein fliegendes Fahrrad. Ist das nicht gut, oder was? Flying! UFO, so. Ja, ist ein UFO. A huge whale. Gott, wie sieht das denn aus? Tja, tot, ne? Würde ich sagen. Er lebt noch, aber der verbrennt gerade bei lebendigem Leib. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun. Eine Ratte. Ja, hier muss irgendwo Käse sein. Gib mir etwas, das mir hilft, danach zu graben. Ja, wie wär's denn mit Toothpick? Ein Zahnstocher oder ein bisschen. Bitteschön. Aber ist wahrscheinlich ja Cheesy Pickaxe. Setzen dafür. Eine käsige. Na, siehst du. Alle sind zufrieden. Du hast mit der aus Käse gemachten Spitzhacke. Hast du nach Käse gegraben. So, Alien. Mö. Jetzt will ich an South Park denken. Die haben auch immer sich. Haben auch immer Kühe entführt. Und haben so kommuniziert. Mö. Mö. Ich habe keine Idee, was dieses Ding da sagen möchte. Wie wär's denn mit Sleepy Obese Translator und Stinky und Old? Ja, ich helfe euch mal, ne? Wunderschön. Ja, siehst du, die Maxwell-Familie bringt Leute zusammen. Lunarländer. Hilf mir, den Boden, Large Mouth Stalagmit. Also wir müssen sozusagen da sauber machen oder wegmachen, damit die da hinkommt. So, dann machen wir doch einfach mal. Ja, na siehst du, zum Glück macht das ordentlich Schaden hier.
kleinen gehen sogar mit einmal weg. Oder mit zweimal. So. Zufrieden. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Gib mir irgendeine Pflanze, die ich auf dem Mond wachsen lassen kann. Space Tomatoes! Eine traurige Tomate. Bitteschön. Ah. Genau, so funktioniert das, ne, in der Natur. Man pflanzt eine Tomate und es sprießen Bäume und Tulpen aus dem Boden. Das ist alles richtig. So, wer bist denn du? Auch wieder so ein... Sag mal, also wirklich, die Maxwell-Familie, die ist echt in der ganzen Galaxie verteilt, ne? Also die wird man echt nicht los, glaube ich. Flying Bus. Gib mir etwas, damit ich mich zurück zu meinem, zu meiner Space Station propellieren kann. Very slow. Jetpack. Sehr, sehr. Ein Vapory, machen wir das mal hier. Ja. Yay. So, wen haben wir noch hier? Wer bist denn du? Flying Garbage Man. Ja, ja. Hilf mir, diesen ganzen Weltraumschmutz da in die Kanne zu werfen. Jetzt muss ich auch noch. Das wird ja immer schlimmer. Jetzt muss ich ja auch noch Leute hinterherrennen. Und hinterher räumen. Da. Mal gucken, wo ihr noch. Oh, schön ist es hier. Muss man eigentlich mal sagen. Wunderschön. Beautiful. Ja, eine Pizza. Ich weiß zwar nicht, wie die herkommt. Wahrscheinlich hat sich jemand hier auf seine Weltraumstation was bestellt, ne? Ja, ja, gib's doch zu. Eine Pizza. Aber die muss ja mittlerweile auch schon kalt sein, die Pizza, ne? Also, wenn die diesen weiten Weg da nehmen muss, so wie viel brauche ich denn noch? Wahrscheinlich sind es drei Sachen wieder, ist ja meistens so. Ist hier unten auf dem Boden vielleicht was? Na, 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 na. Ja, vielleicht gilt das auch als Müll, weiß ich ja nicht. Es fliegt ja zumindest hier rum, also. Okay. Und es fliegt weg und er bleibt da. Ich frage mich über generell, wie der atmen kann. Ne? Also ich glaube nicht, dass du so glücklich bist, wenn du einfach so, weiß ich nicht, im Vakuum des Universums schwebst oder generell in der Leere des Universums schwebst. So, wer bist du denn? Eine Astronomin. Ich kann die Erde von hier nicht sehen, da der Steroid, wollte ich gerade sagen, der Asteroid im Weg ist. Boah, was haben wir denn? Wir können mal die Sachen nutzen, die wir jetzt hier... Nehmen wir mal einen Taser, haben wir doch extra. Der ist aber anfällig gegen Strom. Okay, jetzt sieht das eher aus, als ob ich einen elektrischen Anfall... einen epileptischen Anfall habe. So. Helfen wir mal dem hier, Mini-Piccolo. Die Marsianer-Invasion aus dem Weltraum. Du musst sie abwehren, ne? Ich versuch's. Oh Gott. Oh nein. Angriff der Killermuschis. Die Marsianer attackieren diese Mondsiedlung. Kreiere etwas, das ihnen helfen wird, die Ellenkatzen wegzu. Ja, zum Beispiel. Ja, Doc wäre ja ganz einfach. Wie wär's denn mit. Aggressive. Gigantic Elephant. Aber Elefant. Okay. Elefant ist scheinbar nicht gruselig genug. Tiny. Pacifistic. Maus. Nee, Dog. Nee, wollte ich gerade sagen. So. Kleiner, süßer, friedfertiger Hund, der nichts macht und die rennen trotzdem weg. Oh, das ist ja rabiat hier. Jetzt kommen wir hier, was ist denn? Zombie-Roboter.
Ja, die Katzen sind jetzt weg, aber die Marsianer haben Weltraumzombies gedroppt, ne? Die sehen hungrig aus. Gib ihnen etwas zu füttern, damit sie vielleicht weggehen. Ja, ich würde sagen, was immer geht, ist ein Dead Baby. Ich glaube. Okay, das tote Baby ist wieder zum Leben erwacht und rennt schreiend weg. Naja. So, die Marsianer haben die ganze Farm zerstört. Schreibe einen Platz zum Leben. Die erste mit, Creepy Old Tiny Hospital. Boah, das geht auch bestimmt. Ja. Sad Orphanage. Ein trauriges Kinderheim hier. Ja, die wollen wahrscheinlich irgendwie so ein Tiny Useless Bunker. Da freuen sie sich. Ja, könnt ihr euch mal reinquetschen. Da passt vielleicht euer großer Zeh rein, aber... Scheinbar reicht das... Oh nein! Eine Mario-Pflanze. Die Marsianer haben diesen Sprossen in einen Menschen... in eine menschenfressende Pflanze verwandelt. Mach, was auch immer nötig ist, um, ja, diesen Rückzug oder diesen Schutzraum da von der Kreatur zu schützen. Boah, dann müssen wir mal ein bisschen rabiater werden, würde ich sagen, ne? Ja, und es wird's, ja, gut, eigentlich, ob ich das essen würde, weiß ich nicht. Aha. Aha, okay, also kommt's wieder zurück wegen dem Spiegel, den die, soll ich jetzt noch das Alien töten? Nee, soll ich keine Rache üben? Vielleicht sollte Vendetta begehen, nicht? Yay! Na gut, dann nicht. Ich meine, alles ist möglich. Ich kann es auch ohne Vendetta machen, ne? So. Wen haben wir denn noch? Ein Lebewesen. Achso, wir hatten dieses Portal dann noch. Dieses Rick and Morty Portal. Wo ist es denn? Da ist es. Ich bin doch schon so nah dran wie möglich, ohne mich zu verbrennen. Oh nein! Ein schwarzes Loch. Kreiere Objekte, die das Loch verstopfen. Ich glaube, so funktioniert das nicht mit schwarzen Löchern, aber gut. Wenn das Spiel das so möchte, können wir es ja mal versuchen, ne? Tja, was sagst du denn? Oh nein, das schwarze Loch, ja, das bedroht diesen Planeten zu zerstören. Steck etwas hinein. Place someone who can study. Achso, ich muss jemanden, der studiert, also sozusagen, der es untersuchen kann, die Kanone packen. Und I'm angry fat scientist. Ich bin gut darin. Was? Du sollst doch nicht da reinschießen. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Ja, gut, jetzt einen Klempner holen. Es sieht nicht aus, als ob der Untersucher, der Wissenschaftler zurückkommt. Versuche, das schwarze Loch mit etwas Haarigen zu verstopfen. Harry Old Fat Grandma. Eine haarige, fette Großmutter. Was passiert hier? Ah, oh, nein! Funktioniert scheinbar nicht. Das Haar hat nicht funktioniert oder ebenfalls nicht funktioniert. Versuche, die Kanone zu verwenden, um etwas in das schwarze Loch zu fahren. Gigantic Rusty Tandem. Ist das? Tanker? Ja, hier kommt so ein Truck. Wir können es ein bisschen kleiner machen.
Machen wir einmal so einen kleinen Truck. Hier, der fährt. Ja, nur weil der rostig ist, reicht das wohl nicht aus, oder was? Weil wir machen es nur größer. Das macht's. Ich glaube, wir machen ja alles falsch, was man falsch machen kann, ne? Nichts von unseren Lösungen hat funktioniert. Jetzt ist es Zeit, Gewalt anzuwenden. Lade die Kanone mit etwas, das die schwarze. Wie wär's denn mit Gigantic? Atomic? Baby! Es geht! Nein! Ich glaub's nicht. Ich hab gerade ein atomares Baby da reingeschossen. Die Wissenschaftlerin hat eine Lösung. Mache das schwarze Loch oder lass es implodieren, indem du ein anderes Objekt mit immenser Masse da reinsendest. Immens. Bad Baby. Es geht sogar. Ich schieße einfach Babys da ins schwarze Loch und das, ja, also ihr wisst Bescheid, ne? Wenn mal irgendwie die Erde von einem schwarzen Loch bedroht wird, einfach nur dicke Babys reinschießen. Das Spiel ist also hochwissenschaftlich, ihr merkt das, ne? Star Rides 80, yay! Ba, 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 ba. So, haben wir das auch geschafft. Yay. Yeah. Und zwei haben wir noch vor uns. Aber wisst ihr was? Ich meine, es ist zwar noch nicht ganz so weit, aber ich werde erstmal die Folge hier beenden. Und die letzten zwei heben wir uns mal für die letzte Folge auf. Dann passt es. Da haben wir auch zwei Folgen mit meiner wunderschönen Kreatur Maxwell Prime gespielt. Also, dann heißt es in der nächsten Folge die letzte Reise mit der fragwürdigen, beim Jugendamt angemeldeten Maxwell-Familie. Bis dahin, ciao!